Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Ich bin euer Crunchkau und ich muss zugeben, ich habe was übersehen. Und zwar von dem lieben Elias Wolf. Hatte ich vergessen gehabt, nach seinem Spielertyp zu gucken, wo ich gesagt habe, ich gebe mir da Mühe, den auch nochmal zu gucken. Und zwar nach Sakai. Als RV. Den hat er mir gesagt, den soll ich mir mal angucken. Ich werde den mal auf die Beobachtungsliste setzen. Allerdings RV habe ich eigentlich schon, sodass ich eigentlich eher nach dem Position suche. Pico packen wir mal auf die andere Seite und holen wir mal für Finne, holen wir mal wieder Terodde rein. Groß mal wieder rein. Weber für Neudecker. Ah, wir haben ja eigentlich als RV haben wir ja noch was, nämlich Hornschuh und High Edenstart, die ja eigentlich hier doch ordentliche Menschen sind dafür. Weber würde ich ganz gerne mal so tauschen, dass wir Weber hier hinsetzen wollen und Luciak tauschen wir gegen Engel. Weber kommt für Sobota. Ja, dann lassen wir das erstmal kurz so. Weil ich ganz gerne groß für Ziereis, glaube ich, drin hätte. So. Ziemlich bunte Truppe. Es ist schon das Halbfinale, was wir jetzt hier absolvieren. Also müssen wir mal gucken, dass wir uns natürlich auch ordentlich schlagen. Bringt ja uns ja alles nichts, wenn wir uns jetzt hier nicht ordentlich schlagen. Und dann nicht ins Finale kommen, um noch zusätzlich das Geld zu kassieren. Ein Flachpass. Ich bitte dich. Das machen wir mal eben. Ja, gucke. 8500 Punkte. Easy. Haben auch andere geschafft. So. Start. Stadio Olimpico. Dann sehen wir doch mal zu, dass wir als Sieger hier vom Feld gehen, möglichst. Und dann haben wir hoffentlich die Möglichkeit, hier gleich mit Kuballa. Aber Terodde, hoffentlich die Möglichkeit, ein paar Transfers durchzuführen. Weber sich da gut durchgesetzt. Das sehe ich gerne. Oh. Oh Gott. Da habe ich kurz gepennt. Weber klärt den Ball raus. Nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber hey, immerhin. Was soll ich mich denn da jetzt beschweren? So, ist nicht viel passiert. Werfen wir den Ball raus auf Weber, der dann hier ein bisschen Tempo ansetzen kann. Ja, von hinten rein in Weber, aber außer Foul wird hier nichts gepfiffen. Bisschen eigenartig. Hornschuh! Ordentliche Möglichkeit. Auch ordentliche Entfernung. Picot raus, den Ball zum Einwurf. Und das ist schon ganz nice, dass das denn... Ah! War ein Foul. Ist für mich gepfiffen worden. Handspiel! Alles klar! Sehr gut. Wir haben die Möglichkeit mit Terodde. Oh, ich und Elfmeter, ey. Wir werden keine Freunde mehr. Ah. Ach. Und dann landet der Ball im Winkel.
Ah, so wird man bestraft, wenn man das Spiel nicht aufzieht, wie man es braucht. Ach, und Mikai kommt da deutlich vor mir am Ball. Puh. Jetzt haben wir schon so ein paar kleine Problemchen, muss man dazu schon sagen. Und ach, Terodde zum Abschluss gekommen, aber eben auch so gestört worden. Zurückgespielt von Groß. Einzige Möglichkeit. Weber sich hier durchgesetzt. So, hier wieder durchgesetzt. Hier nochmal Buchtmann sich durchgesetzt. Ja, aber auch nichts geworden. Ja, jetzt hier der Ball rausgeklärt worden. Einwurf für St. Pauli. Ach, da wollte ich Weber, ach, hier leider abgefälscht und zum Einwurf geklärt. Ah, das hätte ich ganz gerne anders gehabt. Ah. Ach, schöne Spielerei. Nützt uns doch auch nichts. Ach, und nichts daraus gewonnen. Mist. Uns lange behauptet. Ah, und Picot nicht zum Ball gegangen. Und schon haben wir den Salat. Ah, es war ein Foul. Klare Sache. Ach, kriegen wir hier im Halbfinale von Bari auf den Sack. Ja, wir haben nicht unsere Stammspieler da, das ist mir auch klar. Rodersen. Ja, das wäre fast schon wieder eng gewesen. Und Abstoß. So, relativ weit vorne hier. Eine komplette Crew von Bari. Pico! Ah, oh, schön! Genau sowas brauchen wir vor der Pause. Genau sowas brauchen wir dann. Schön vorbereitet, umgedreht und dann ins lange Eck abgeschlossen. Und somit steht es 1 zu 1 und es ist wieder offen. Ja, so ein bisschen Anspannung ist halt dann auch weg, wenn man dann wieder ausgeglichen hat. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen da noch ein bisschen mehr bringen. Darmstadt führt gegen Frosinone. Das könnte also auf ein Darmstadt-Pauli-Duell hinauslaufen, wenn wir hier weiterkommen. Wenn wir hier das Halbfinale schaffen. Dann halt nur die Frage. Abgeblockt, Ecke. Nee, oder doch nicht. Abstoß, okay. Und spielen den Ball raus auf Terodde. Der mit Nerich spielt.
Ah. Dann haben wir hier einfach auch das Problem wieder, dass wir mit dem Ballbesitz nichts anzufangen wissen. So, direktes Passspiel. Weber. Aber Hornschuh hat das hier nicht so richtig mitgenommen. Ah, und dann fliegt er vorbei. So, Weber wieder. Weber hier nicht vorbeigekommen an Cassani. Wobei der Ball war gar nicht schlecht. Ja, dass er den Ball da nicht ganz zurückgespielt hat, war wohl eher ein Fehler. Wäre definitiv besser gewesen, da den Ball nochmal ganz in den Rücken zu spielen. Ach. Na, kommt Engel zu spät auch einfach. Und wir müssen Engel auch gleich auswechseln, denn unglücklicherweise gehört er zu den Spielern mit etwas weniger Ausdauer. So. Zeit zum Wechseln. Für Engel kommt Miyachi. Sobota kommt für Buchtmann. Hinten läuft's noch. Das lassen wir kurz so. Wir bringen erstmal die frischen Spieler im Mittelfeld. Ah, jetzt kommen die hier angelaufen. Nehmen wir den Ball doch lieber. Oh, und wie kläglich. Oh, wie kläglich. Miyachi mit der ersten Aktion hätte man vielleicht auch noch weiterlaufen lassen können, also entsprechend. Ach, die Rolle da umgeboxt worden. Hat nur keinen interessiert. So, jetzt haben wir es. Och, Ecke. So, jetzt können wir nochmal versuchen über einen Eckball Weber hier besser ranzukommen, besseren Start zu haben, aber ja nicht. Ja, langer Ball. Rausgeköpft. Ach, und Terodde sich auf die Nase gelegt. Etwas ungünstig in der Situation. Aber sich auszuruhen. So, Brodersen kommt raus. Ah, Weber mit Cabradosi nicht, sich nicht einig. Auch ein bisschen müde inzwischen. Och, umgesäbelt. Das muss jetzt aber mal die gelbe Karte geben für Sabelli. Jawohl. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz sonst. Und? Oh, Miyachi. Kommt zwar dran.
Brodersen. Ah, umgeboxt hier, aber auch hier wieder nicht so schlimm. Verlängerung. Verlängerung ist nicht gut. Nee, Elfmeterschießen. Ich hasse Elfmeterschießen. Wir fangen auch noch an. Na egal, diesmal ist er drin. Na, ja, war nicht so gut. Der war glücklich. Der war platziert. Der war auch gut geschossen. Ah. Ach, immer nach rechts und ich. Ja, so halbwegs in die Mitte von Sobota. Irgendwann müssen die doch auch mal nach links schießen. Nein! Oh. So. Jetzt geht's langsam um die Wurst. Oh, an den Rücken von Brodersen ran. Wie ärgerlich das auch jetzt ist. Wie lange jetzt der Elfmeter hier geht, ey. Ja, nimm doch noch weiter Anlauf. Vorbei. Vorbei. Und wir kommen ins Finale im Elfmeterschießen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was eine enge Kiste. Und ich bin ganz schön angespannt. Er geht gerade zumindest. Dass ich gerade nicht sehr ruhig bin. So. Nach Elfmeterschießen. Boah, ey. Jetzt bin ich aber. Jetzt bin ich aber ganz schön. So, Darmstadt gegen St. Pauli. Wird das Ziel sein? So. Hier. Transferangebot für Terodde. Turnierpreisgeld nochmal 1,6 Millionen. Pressekonferenz. Wir werden Darmstadt verunsichern. Das juckt mich aber gerade gar nicht so groß. Wir machen mal eben die Spielerentwicklung. Nehmen die letzten. Nein, ich wollte das Training nicht beginnen. Wobei, so ein Torwart-Ding habe ich auch noch nicht gemacht. Nein. Gut, dass Finne daneben geschossen hat. Ach, scheiße. So, der letzte Terodde. Auch daneben. Ja, okay, ich hätte mehr halten müssen. Nein, 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 ich wollte nicht durch. Oh. Das will ich gar nicht. Okay, wir machen Folgendes eben. Das tut mir leid. Der kriegt halt ein F. Es tut mir jetzt natürlich leid für Dingens, aber ich wollte die anderen simulieren. Ich verliere hier endlos viel Zeit. Okay. So groß, der macht sich. Das ist gut. Klack, klack. So viel tut sich gar nicht hier bei uns. Transferangebot. Wir werden auf jeden Fall das Transferangebot ablehnen. Was ist denn mit denen, die wir abgegeben haben? Transfer.
Transfers. Transferüberblick. Nee, nicht der Transferüberblick. Hatten wir nicht mal eine Übersicht, wo wir denn gesehen haben? Transferverhandlungen hier. Spieler wartet, hier laufen noch die Verhandlungen. So, Ibrahim Diaz hätten wir, Mitchell van Bergen kommt. Den wolltet ihr, deswegen werden wir den auch nehmen. Geil, Ziel geschafft haben wir schon mal. Wir haben eine Top-Verpflichtung. Anderlecht, Mswila ist durch. Machen wir 2,5. Nee, Gehalt pro Woche 2,2. Dann haben wir wenigstens eine runde Summe. Rolle im Kader. Wichtig für erste Mannschaft. Angebot absenden, weil er soll dann auch vielleicht Brodersen ersetzen. So, und Brahim Diaz will 15.000. Na gut. 4 Jahre. Wichtiger Stammspieler. Ich glaube, er wird ein sehr wichtiger Stammspieler für uns werden. So, Mitchell van Bergen ist da. Das heißt, wir können mit ihm planen, der ein RF ist. Wo ist er denn? Da, er hat so 67. Da ein RF ist, haben wir jetzt auf jeden Fall genug Material. Warum wir Duxch und so weiter noch nicht verkauft haben konnten, ist mir nicht klar. Boadus will auch keiner derzeitig. Dann werden wir den nach wahrscheinlich zum ersten Mal einsetzen beim nächsten Spiel. Ich danke euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Ciao.